von Baden wieder in Ordnung geschaffen werden. Eine beinahe, das muss man mitnehmen, unlösbare Aufgabe. Die Feuerwehren, die Ortsfeuerwehren der Gemeinden, so wie hier in Hirten-Gommersbach oder in Löbland, bei mir zu Hause in der Gemeinde Sölk, waren immer viele, viele Tage durchgehend im Einsatz. Viele Stunden sind geleistet worden und die Feuerwehren, die haben dort viel, viel menschliches Schicksal mitgenommen. Ich glaube, kaum jemand kann sich vorstellen, wie das ist, wenn man zu einem gestandenen Landwirt hinkommt, der dann dort steht, Stunden nach dem Unglück über seine Wiesen schaut und nur noch eine Geröllhalde sieht, wissend, dass er bei der Arbeit allein ist. Und dann mit Tränen in den Augen die Frage stellt, wie soll man das jemals wieder herbringen? Eine Frage, die im Normalfall nicht zu beantworten ist. Aber, das muss man auch mitnehmen, die Umstände, die waren anders. Die Feuerwehr, hier im Bezirk, und das ist bereits erwähnt worden, die Katastrophenhilfszüge aus der ganzen Steiermark, die haben wenige Stunden nach dem Geschehen den Einsatz aufgegriffen, sind in die Katastrophengebiete gefahren und haben gemeinsam mit den dort ansässigen Feuerwehren im wahrsten Sinne des Wortes Großartiges geleistet. Ich bin selber Augenzeuge davon geworden, was das heißt, wenn entlang der Sölkbachstraßen an einem Freitag früh 28 Feuerwehrfahrzeuge in Kolonne ins Tal einholen und Minuten später über 150 Mann die Arbeiten aufgreifen. Innerhalb weniger Stunden wurden riesige Flächen landwirtschaftlich genutzt, wieder geräumt, instand gesetzt. Es sind Keller ausgepumpt worden, es sind Straßen freigelegt worden, es sind die Gehsteige von Unrat, von Schwemmholz und so weiter befreit worden. Und niemand kann sich vorstellen, wie groß die Dankbarkeit in der Bevölkerung für das, was da geschehen ist, erhängt Monate nach dem Unglück eigentlich in der Form vorhanden ist. Und das Ganze, das Wissen auch für Bürgermeister, ist nicht selbstverständlich. Das war nur dadurch möglich, dass die ansässigen Feuerwehren in Verbindung mit den Feuerwehren, die zu Hilfe geeilt sind, das in dieser Form hergebracht haben. Durch viel, viel persönlichen Einsatz, durch sehr großes Engagement und einem unglaublichen Leistungswillen. Geschätzte Feuerwehrkameraden, ich stehe heute da als Bürgermeister, als Gemeindevertreter. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, dass ich mich im Namen meiner Bürgermeisterkollegen, von Peter Kukanek, auch von Herbert Kukanek, für die Gemeinde Hirten-Gommersbach da und für Franz Zach, für die Gemeinde Öblan und in meinem eigenen Namen für die Gemeinde Sölk bei euch einmal ganz, ganz herzlich bedanke. Wochen später war das Ereignis nach hinten in St. Gold draußen. Wir haben es schon gehört heute. Auch hier hat man sich von Seiten der Feuerwehr ungemein bemüht und hat der Bevölkerung dort geholfen, wo es aus eigenem Antrieb nicht mehr möglich war. Geschätzte Feuerwehrkameraden, diese Dankbarkeit, das ist keine Sache für Stunden, das ist eine Sache für viele, viele Jahre. Und ihr, mit dem, was euch gelungen ist, ihr habt es bewerkstelligt. Und dafür von Seiten der Gemeinden ein herzliches Danke, dass das so möglich war.
Lieber Gerhard, in deiner Zeit als bereits Feuerwehrkommandant haben wir sehr viele große Einsätze erlebt. Und einer der größten, das war das erste Augustwochenende 2017. Aber auch dieser Einsatz hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und zwar den, dass er von Seiten der Feuerwehr, vom Bezirksführungsstab, vom Katastrophenhilfsdienst mit dem Fesseldampf, von dir, sehr geehrter Herr Brandwart, in einer unglaublich perfekten Art und Weise bewerkstelligt worden ist. Lieber Gerhard, auch das werden wir nicht vergessen. Du hast damit in der Zeit, wo du als Bereichsfeuerwehrkommandant sehr viel Freiwilligkeit, sehr viel Zeit, sehr viel Engagement in die Feuerwehr eingesteckt hast, auch das mitnehmen können, dass sie Einsatz, Engagement, Arbeit immer lohnt. Weil das, dass dieser Einsatz so hingehauen hat, ist auch der Verdienst von dir und vom Bereichsfeuerwehrkommando. Lieber Gerhard, danke dafür.